Zu Beginn würde ich auf jeden Fall noch kurz die Gliederung durchgehen, was wir denn heute vorhaben. Zuerst wollen wir uns vorstellen, also Björn und ich, wir sind beide Student Digital Transformation Agent an der SAH Hochschule Heidelberg. Da möchten wir zuerst über das Konzept berichten, die Ziele, die Aufgaben und auch die Verankerung in den Organisationsstrukturen. Außerdem, welche Projekte wir bis jetzt gemacht haben, die strukturellen und die kulturellen Hürden und auch noch der Beginn der ersten Umsetzungen. Im Anschluss wollen wir auch noch euch alle zu Wort kommen lassen und eine Open Discussion führen, sodass wir uns in der Gruppe nochmal austauschen und eigene Ideen und Erfahrungen sammeln und auch miteinander berichten können. Also nochmal hallo, ich bin Alina Dieminger, ich studiere im dritten Semester Bachelor gerade Psychologie. Meine Motivation, vor allem als SDTA zu arbeiten, ist, die Schnittstelle zwischen Studierenden und Mitarbeitenden zu sein. Also das bedeutet, ich kann beide Seiten vertreten und probiere nämlich dementsprechend auch alle Mitarbeitende und SAH-Studierende adäquat zu vertreten und somit auch Wünsche und Bedürfnisse und Ideen beider Seiten einzubringen. Außerdem ist mein Aufgabenbereich in der SAH-Akademie für die Hochschullehre unter der Leitung von Petra Kling. Und Petra Kling wollte vor allem auch noch teilnehmen. Vielleicht kommt sie noch später dazu. Und jetzt gebe ich das Wort an meinen Kollegen Björn. Ja, auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite in die doch sehr kleine Runde. Ich glaube, es wird eine intensive Diskussion später. Ich hoffe es zumindest. Ja, ich studiere Betriebswirtschaftslehre. Ich bin im fünften Semester und meine Motivation war und ist weiterhin der Megatrend Digitalisierung. Ich möchte einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Strategieentwicklung der SAH Hochschule Heidelberg beitragen, um den nächsten Studierendengenerationen, aber auch den Mitarbeitenden das Arbeiten und Lernen einfacher und vor allem auch digitaler zu gestalten. Ich arbeite für die Abteilung Qualität und Entwicklung unter der Leitung von Frau Kerstin Fink, die heute ebenfalls als Teilnehmerin dabei ist. Hallo, Kerstin. genau. Damit wir, na gut, das können wir uns jetzt sparen. Wir hatten uns eigentlich eine Umfrage vorbereitet, wie viele Mitarbeitende heute teilnehmen, wie viele Studierende. Vielleicht könnt ihr einfach ganz kurz die Hand heben, wenn ihr Mitarbeitende seid. Dann können wir das schon mal einordnen. Wenn ich jetzt keine Hand sehe, dann. Ja, Kerstin, genau, du bist auch eine Mitarbeiterin. Ja, gut. Victoria, ich habe das Klatschen jetzt als Handzeichen wahrgenommen. Ist das richtig? Ja, genau, ist richtig. Ah, es gibt zwei Viktoria. Ich meinte Frau Wittler, also Viktoria Wittler. Okay, alles klar, vielen Dank. Dann haben wir drei Mitarbeitende. Hervorragend, vielen Dank. Dann würde ich jetzt weitermachen. Genau. Mit welchem Ziel wurden wir ins Leben gerufen? Wir Studierenden sind die Grundpfeiler der Hochschule. Und wenn wir nicht zufrieden sind, sind es die Mitarbeitenden wahrscheinlich auch nicht. Und der Erfolg beiderseits nimmt dramatisch ab. Und damit die Hochschule in der digitalen Transformation stets weiß, was die Studierenden bewegt, wurden wir, die SCTAs, ins Leben gerufen, um quasi die zukünftige strategische Entwicklung der Hochschule maßgeblich mitzugestalten. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie soll das geschehen? Naja, indem wir quasi Impulse und Anreize geben für strategische Entscheidungsfindungen und ganz besonders der Hochschule klar und deutlich kommunizieren, welche Erwartungen und welche Bedürfnisse die Studierenden an die Hochschule haben. All unsere Aufgaben konzentrieren sich auf drei wesentliche Kernaufgaben. Zum einen ist es das Mitwirken an der Digitalisierungsstrategie und natürlich darauf aufbauend deren Implementierung, die Impulsgebung für die Qualitätssicherung und die Kommunikationsschnittstelle von und für Studierenden und Mitarbeitenden sicherstellen. Ich möchte jetzt gerne den Gerhard Heisenberg mal zitieren, der hat 1949 gesagt: Brücken oder Tunnel verbinden zwar Länder oder gar Kontinente. Büroklammern jedoch halten Welten zusammen. Und mit diesem Zitat kann ich sehr gut überleiten zu unserer Verankerung in die Organisationsstruktur, denn unsere Einbindung kommt einer sehr besonderen Rolle zugute.
Wir wurden nämlich vom Senat als studentische Beauftragte für Digitalisierung ernannt. Ja, gleichzeitig ist das Ressort Digitalisierung in der Studierendenversammlung unter unserer Leitung und somit haben wir direkten Bezug zur Studierendenschaft und zur Hochschulleitung. Wie bereits erwähnt, arbeitet Alina für die SAH-Akademie für Hochschullehre, die unter anderem für die Optimierung der Lehr- und Lernbedingungen und der didaktischen Schulung der Lehrenden verantwortlich ist. Und ich hingegen arbeite für die Abteilung Qualität und Entwicklung mit den Schwerpunkten auf die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und der Systemakkreditierung. Und unterm Strich arbeiten Alina und ich eigentlich in der Regel immer zusammen und so ergänzen wir uns somit vollumfänglich. Ein zentraler Punkt ist ebenfalls die Verankerung, dass wir quasi die Akzeptanz auf Seiten der Hochschulleitung haben, aber auch der Studierenden. Ja, ich gebe jetzt nochmal mein Wort weiter an Alina. Dankeschön. Ich möchte zuerst über die ersten größeren Projekte berichten, die wir seit der Einführung im Januar 2021 gemacht haben. Zuerst stand natürlich die interne Kommunikation dran, also dass wir uns als SCTAs bei den Mitarbeitenden, beim Rektorat und so weiter, aber auch bei den Studierenden uns sich vorzustellen, dass einfach die Hochschule weiß, dass es uns existiert. Danach gab es eine qualitative Befragung der Studierenden. Dort sind wir in alle 6 Fakultäten gegangen und dort hat man probiert, so ein paar Ziele und so weiter schon mal auszuarbeiten, wo und beziehungsweise nicht nur die Ziele, sondern auch, wo liegt der Bedarf gerade in der Digitalisierung. Die Ergebnisse davon haben wir dann später nochmal weiter genutzt. Darauf komme ich gleich nochmal ein. Außerdem gab es eine Optimierung und Vereinheitlichung der Lehrplanung. Das war ein Projekt Anfang des Jahres und das ist auch abgeschlossen, bei dem die Verwaltungsmitarbeitenden, die Verantwortlichen für die Lehrplanung sind, die haben sich alle an einen Tisch gesetzt und haben einheitliche Standards gesetzt und letztendlich, dass die auch fakultätsübergreifend dabei sind und zu implementieren. Und daraus haben sich sozusagen Thinktanks entwickelt, um letztendlich die einheitlichen Standards, die alle Fakultäten an unserer Hochschule betreffen, zu vereinheitlichen. Wie ich schon gerade erwähnt habe, bei der qualitativen Befragung der Studierenden, die Ergebnisse hat man dann genutzt, um eine größere Online-Befragung zu machen, wo man letztendlich probiert hat, alle Studierende der SAH-Hochschule zu erreichen, mit dem Titel Einsatz digitaler unterstützter Lehr- und Lernformate. Diese Befragung hat man ausgewertet und dann auch noch wollte man die Auswertung und letztendlich auch die Ergebnisse den verschiedenen Mitarbeitenden und Studierenden und so weiter allen Ebenen berichten. Und zum Beispiel bei dem Entscheider, da hat man das in der Mitarbeiterversammlung oder in der Senatssitzung kurz vorgestellt. Oder bei den Studierenden haben wir ein Video gemacht. Das werdet ihr dann später auf jeden Fall auch noch sehen. Zusätzlich gibt es bei uns an der Hochschule auch noch die Studierendenversammlung. An den meisten Hochschulen nennt man das auch die Stura. Das ist ein Gremium, da sind alle Fakultäten vertreten. Und dort gibt es jetzt dieses Ressort bzw. Amt Digitalisierung. Dort sind Björn und ich drinnen. Bedeutet, wir sind dann automatisch immer Ansprechperson für alle Studierende von allen Fakultäten, aber sind gleichzeitig immer noch eine Schnittstelle zum Rektorat und zu den Mitarbeitenden. Das letzte Projekt, was wir gerade noch gemacht haben und aufgebaut haben, ist die Zukunftswerkstatt. Da wollen wir einen Ist-Zustand finden, wie gerade ist die Digitalisierung gerade, wohin soll es gehen in 2, 5 bzw. 10 Jahren und wie kommt man auch dorthin. Und das sollte ein Workshop 3 Tage lang gehen, unter Einbeziehung von Studierenden, Lernenden und Mitarbeitenden der Hochschulverwaltung, dass man letztendlich auch wirklich alle Perspektiven betrachten kann. Jetzt komme ich noch zu den strukturellen Hürden. Also oftmals gibt es nämlich eine generelle Homogenisierung und Verschlankerung der Prozesse. Es ist nämlich erforderlich, dass man auch wirklich erstmal weiß, wohin, was ist denn unser Ziel, wohin möchte man kommen. Nicht alle Verantwortlichkeiten liegen innerhalb der Hochschule, sondern manchmal auch bei den Trägergesellschaften. Bei uns gibt es ja zum Beispiel die SAH Holding.
Bedeutet, wir können zum Beispiel nicht bei der Holding eingreifen, beziehungsweise da sind uns die Hände gebunden, aber halt zum Beispiel bei der Hochschule, aber da gibt es einfach Grenzen. Außerdem als SETA ist natürlich der Zeit- bzw. die Prioritätenfaktor, weil wir arbeiten 10 Stunden in der Woche und außerdem sind bei den Gremiensitzungen immer die Zeit relativ knapp berechnet, also bei den Mitarbeiterversammlungen oder in den Senatssitzungen, dass wir unsere Projekte und Ergebnisse immer nur sehr kurz vorstellen können. Außerdem sind wir ja auch solche Change Agents und wir haben keine Entscheidungsmacht. Also Björn und ich, wir sind ja immer noch unter der Leitung von Kerstin und Petra. Und letztendlich gibt es noch die kulturellen Hürden. Das ist einmal so, dass die Studierenden als Experten oft noch nicht anerkannt werden. Außerdem gibt es auch vor allem bei den Mitarbeitenden Angst vor Veränderungen, vor der Digitalisierung, weil es funktioniert ja noch so, man könnte das ja noch so beibehalten. Warum sollte man das ändern? Da sehen das halt viele auch nicht ein. Außerdem ist ein weiterer Faktor die bereits hohe Belastung durch die Corona-Krise, weil durch die Corona-Krise musste man ja eh die Lehr- und Lernformate ziemlich stark ändern. Wenn wir als SETAs dann aber noch mehr ändern wollen und noch mehr Lösungsvorschläge und Ideen einbringen, dann ist es zu einer hohen Belastung für das Lektorat auch und natürlich auch für die Mitarbeitenden. Außerdem gibt es die digitalen Kompetenzen und Weiterbildungswille ist halt auch nicht immer vorhanden, beziehungsweise bei den Lernenden auch sehr heterogen ausgeprägt. Es gibt zwar die Akademie, dort können Mitarbeitende hingehen und sich digitale Kompetenzen und Weiterbildungen halt können dort machen, da sie letztendlich auch besser mit zum Beispiel Teams und mit diesen Programmen umgehen können, aber die Bereitschaft ist auch nicht so groß. Der letzte Punkt ist noch bei den Studierenden, weil das Problem ist, dass die Studierenden nicht so viel Motivation haben, das alles mitzugestalten, weil das ist ein längerer Prozess. Also man kann, das ist jetzt keine Änderung, die man innerhalb von einem Jahr sieht und letztendlich auch die aktuellen Studierenden daraus profitieren, sondern man schaut viel länger in die Zukunft, mit 2, 5 bis 10 Jahre. Das war dann noch der letzte Punkt. Und jetzt gebe ich wieder, da kam noch das Video. Also aus dem Video haben wir erste Umsetzungsziele auch noch herausgefunden. Und das sind dann 4 ziemlich zentrale Punkte gewesen. Und die Ergebnisse haben wir dann letztendlich mit dem Lektorat abgesprochen. Und die Hochschule arbeitet an einem vereinfachten Zugang zur Online-Bibliothek, weil das gerade bei uns alles noch ziemlich schwierig läuft. Und durch verschiedene Programme muss man sich klicken, dass man das erstmal schafft. Außerdem einem einheitlichen Kommunikationskonzept, weil wir gerade verschiedene Kommunikationswege haben, wie zum Beispiel CampusNet, Teams, teilweise jetzt auch schon Moodle, dann gibt es auch noch Office und da sind einfach die Studierenden oft überfordert. Außerdem geht es um die Optimierung der Lehrplanung, dass auch einfach die Stundenpläne und so weiter auch immer gut beziehungsweise aktuell sind, dass man immer weiß, was man gerade machen sollte oder wohin man muss. Und die digitale Unterstützung der Lehr- und Lernformate und dass man letztendlich dort nicht immer springt. Ja, vielen Dank, Alina.